Herzlich willkommen zum Gemüsepfand-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute Tomate. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Und du hast uns eine schöne Serie rausgesucht. Genau, wir schauen uns heute mal wieder eine Serie an. Und zwar schauen wir die Serie Sexuell verfügbar von ARD Mediathek. Und ich habe die rausgesucht, einfach weil buchstäblich das allererste Wort im Klappentext Feminismus ist. Also es geht um... Sexuell verfügbar, finde ich. Ja, genau. Also ich werde das jetzt nicht hier im Ganzen vorlesen, aber ganz grob, es geht um eine 41-jährige alleinerziehende Mutter, die irgendwas mit Feminismus macht. Ich denke mal, es wird so eine Art Drama, Schrägstrich Comedy sein, so dieses beliebte Genre Dramedy bei GZ-Funk, weil man nicht genau weiß, was man bedienen will. Will man jetzt lustig sein oder will man mit moralischem Zeigefinger die Leute belehren? Wahrscheinlich was beides. Ja, was ja schade ist, weil du magst das Genre eigentlich an sich, ne? Es gibt da nette Verfechter. Also gut, da ist immer die Frage, wie, also Dramedy, also es gibt halt viele Comedy-Serien, die so Drama-Anteile haben. Zum Beispiel, ich erinnere da an vielleicht Scrubs früher, wo es mal auch dramatische Folgen gab, oder Parks and Recreations, aber gut, die gehen auch schon eher in Comedy. Naja. So, schauen wir mal hier rein. Genau, lass uns einfach reingehen. Okay, viel Spaß. Hi. Wie geht's? Du schaust so ernst. Wie du tanzt. Gott, da muss ich viel zensieren, wie es aussieht hier. Wie du deinen Job machst. Warum lächelst du nicht? Warum bist du nicht etwas netter? Wollen wir nicht zusammen? Nee, wollen wir nicht. Lass mich durch. Bist du dir sicher? Fass mich nicht an. Ey! Kostet doch nichts, ein gutes Mädchen zu sein. Ein starker Junge. Ein Draufgänger, ein tolles Date, eine Powerfrau, ein Traummann. Du musst dir ein bisschen... Ja, als ob. Als ob das im realen Leben so stattfindet, dass irgendwelche Horsts und Dieters einfach so eine Frau wegschultern. Ja, lächerlich. Also wenn und wenn, dann wird es wirklich ein Versehen sein, denke ich. Bei einigen, aber das war ja kein Versehen, das war zweimal hintereinander. Also, ach so. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also zumindest in der deutschen Kultur, würde ich mal sagen. Wie das in anderen Kulturen aussieht, keine Ahnung. Noch sind wir in Deutschland. Ja gut, bei einigen der anderen Beispiele, die jetzt hier gezeigt wurden, für das Thema böse Männer, gut, da klar, könnte man schon eher sehen. Ich denke mal, das hat jede Frau bestimmt mal erlebt, irgendwie dumm angemacht zu werden, auch sexuell, weißt du? Klar. Ob da immer so die super böse Absicht dahinter steht, ist halt das Zweite. Also, und das ist das, was mich so bei dem Thema Feminismus stört. Na gut, ich merke schon, wir sind noch nicht mal bei einer Minute, aber darum geht's halt hier in der ganzen Serie. Das erinnert mich so an diese aktuelle Diskussion, die durchs Internet ging. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo Frauen gefragt wurden, ob sie in einem Wald lieber einem Mann begegnen würden. Haben wir den Bären? Ja, genau. Und ich vermute mal, das ist die Serie dazu. Also das hat für mich leider gezeigt, wie weltfremd dann doch Frauen sind oder wie naturfremd vielleicht eher. Ja, also du bist der Meinung, man würde als Frau eher einem Mann begegnen wollen. Ja. Ja, also ich bin alleine im Wald des Nachts meiner Rotte Schweine begegnet. Das hat mir gereicht, ja? Ja. Und das ist ja nur wirklich von der Gefährlichkeit nicht mit einem scheiß Bären, der Hunger hat, gleichzusetzen. Ne? Ja. Puh. Ja, also das ist auch, finde ich, auch schon ein bisschen pathologisch, dass wenn man jetzt sich dieses Szenario vorstellt und es kommt eben irgendein Mann entgegen, also von allen Männern, die man so sein Leben lang kennengelernt hat, als einfach einer zufällig ausgewählt, dass man dann davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, der würde dich irgendwie angreifen oder vergewaltigen wollen, das halte ich doch schon irgendwie für schräg. Also, ich meine, gut, da kann man jetzt tiefer gehen, warum ist denn dieses Gefühl so? Seit wann haben Sie dieses Gefühl denn? Was hat sich denn geändert? Ja. Und da wirst du keine Antworten oder zumindest keine wirklich sinnvollen darauf bekommen wahrscheinlich oder keine, die Sinn machen würden angesichts der Migration der letzten Jahre, sondern irgendwie ausweichende Antworten. Ja, die bösen Männer. Antworten könnten die so Damen der Schöpfung verunsichern. Ja. Ja, frei nach Thomas de Maizière, genau. Was mir jetzt hier noch in dem Intro aufgefallen ist, es gab ja die eine Frau, diese ältere Dame, die da sehr souverän reagiert hat, fand ich, als diese Hand-auf-Schenkel-Szene da war irgendwie. Ja.
Und ja, also so kann man halt als Frau auch reagieren, einfach souverän. Man muss ja immer bedenken, die Kerle oder die Jüngelchen, die wissen halt auch nicht immer, was sie tun, beziehungsweise wie weit können sie gehen in dem Moment. Das ist immer so der Tanz, den halt beide Geschlechter da so aufführen, ne? Und je nach Frau und je nach Mann sind die Schmerzgrenzen woanders. Würde Ne? ich auch sagen, Weißt du, also was was die mich. eine noch Ja. akzeptabel findet, finde die andere schon ja, ohrfeigen würdig, sag ich mal. Ja. Also, genau, was ich jetzt nämlich noch einbringen wollte, hier ein paar Sekunden vorher, ich will jetzt nicht nochmal zurückgehen, ihr habt das alle gesehen, da war so eine kurze Szene zu sehen, da hatte ein Mann einer Frau die Beine gestreichelt. Weißt du, so die Knie Genau, und ist so ein ja. bisschen dazwischen gegangen. Und klar. Es könnte, also diese Szene könnte jetzt vielleicht, jetzt völlig ohne Kontext, irgendwie übergriffig sein, aber ganz ehrlich, jeder, der vielleicht schon mal eine Freundin hatte, er hat das auch gemacht und die Frau fand das schön. Also das jetzt hier Genau. so hinzustellen und in den Kontext zu stellen, dass diese Geste allein übergriffig wäre, das finde ich halt schon daneben. Also das ist Richtig. halt alles so jetzt schon so ein bisschen in ein Narrativ gepresst. Es ist Brunnenvergiftung, ja. Und ich meine, irgendwann in einer Beziehung oder in einer sich anbahnenden Beziehung musst du halt als Mann, es ist leider so, die Frauen machen das nie, egal was sie euch erzählen, sie machen es nie, musst du diesen Schritt oder diesen Sprung ins kalte Wasser machen. Ja. Und es kann natürlich neudeutsch creepy irgendwie rüberkommen, ja, dann hast du es verkackt, ne? Aber wenigstens Genau. weißt du dann, was ist, aber das ist jetzt nicht sexuelle Belästigung oder irgend sowas, was jetzt Ja. hier skizziert wird. Ja. Also, da gibt's dann. Kommt dann natürlich auf den einzelnen Mann an, da wird es dann immer Fälle geben, Leute, die einfach sozial nicht so empfänglich sind für irgendwelche Signale, die was falsch interpretieren oder dann. Klar, aber ganz ehrlich, also Frauensignale sind auch nie eindeutig. Also Ja. machen wir uns mal nichts vor, ne? Das wird ewig ein Mysterium zwischen den zwei Geschlechtern bleiben. Ja, es ist spannend. Auf jeden Fall, wir Da werden machen auch mal viele weiter. Bücher drüber geschrieben werden. Ja. Bisschen Mühe geben. Einfach ein bisschen mehr Mühe. Ich weiß, dass du das kannst. Jetzt. Hier. Und da bist du schon. Weil wir so perfekt sind, sollen wir es immer bleiben. Jederzeit. Immer und immer wieder. Okay. Ich mache einfach mal Pause. Es ist natürlich mit Mitteln von Berlin-Brandenburg gefördert. Warum? Warum? Ihr kriegt doch GEZ. Ich meine, das ist doch eine ARD-Produktion. Warum brauchen die denn dann noch Förderung von einer dritten Stelle? Also, ah, Mehr, das, gibt uns ja. mehr. Und das verstehe ich nicht. Wir hatten das auch letztens bei dieser, wo ich immer wieder diesen Namen vergesse, diese schreckliche Serie, wo diese ganzen, diese linke Stiftung, diese Weiber sich getroffen haben, und sich dann alle zerfleischt haben. Ja, Die in war auch von zig Brandenburg Sachen. da, Genau. Und das war ja. nämlich auch von Brandenburg gefördert. Also Brandenburg, die fördern zu viel. Und worauf ich jedenfalls hinaus wollte, das Thema Filmförderung. Also in Deutschland, man könnte eigentlich so viel fördern. Also vor allem, Deutschland hat zu wenig Genrefilme, also zu wenig Horrorfilme oder explizit Actionfilme oder sowas. Also wirklich, die einem Genre zuzuordnen sind. Du hast halt immer irgendwie so sehr ja, breite Filme. Also was sehe ich jetzt zum Beispiel, irgendwelche stumpfen Komödien. Was war es zuletzt? Oh Gott, hier mit der Chantal im Märchenland, solche Geschichten. Fuck you, Goethe, so das Level. Aber Filmförderung, ja, könnte eigentlich noch viel mehr bewirken, uns in Manta deutschen Filmen Manta zu 2. fördern. Stattdessen wird hier was gefördert von der ARD, die doch sowieso GEZ-Gelder haben. Und das ärgert mich. Aber gut. Es ist leider normal, ne? Ach, Mann. Ich finde es ja wahnsinnig übergriffig, ehrlich gesagt. Umdrehen. Ja, klar, an die Brüste schön. Könntest du ja auch erstmal nach meiner Nummer fragen, vielleicht. Sie können jetzt ihren Anruf machen. Wer kennt das nicht? Erstmal die Polizisten duzen. Also kommt bestimmt immer gut. Hat sie überhaupt irgendwas gewählt? Okay, jetzt, okay, ich dachte schon. Ich Wie dachte funktioniert schon. ein Telefon? Ja, okay. Ich hätte es lustig gefunden, als wenn da so eine Wählscheibe gewesen wäre. Und erstmal so, was Ja. ist das? Hallo? Hallo, Ben. Hier ist Miki.
Was ist los? Ich bin verhaftet worden. Kannst du mich abholen? Hi, Mickey. Da geht sie hin, die Jugend. Ist das Ihr Anwalt? Ja. Oh, bitte schön. Na? Was geht? Ich komme gleich nach, ja? Ich bin doch dein Freund. Schau mal, ja, wir sind zusammen, aber das müssen doch nicht gleich alle wissen. Ich habe zum ersten Mal Freundinnen, das ist eine Chance, um mich dazuzugehören und auch mal was zu erleben. Und das sollst du mir nicht kaputt machen, indem du dich so aufdrängst die ganze Zeit. Gott, deswegen. Mal wieder Trouble, ja? Ja, keine Ahnung. Missbrauch, verschreibungspflichtige und verbotene Substanzen. Ja, Viagra, ich meine Viagra, ich meine. Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Geistesinstallation. Mit so einem Strap-on. Mit so einem Pimmel zum Umschnallen. Er sagt, du hast ihm was in den Drink getan. Hä, nee, er hatte das scheiß MDMA dabei. Damit habe ich nichts zu tun. Hier steht's anders. Ich hatte Sex mit dem einfach. Ich weiß nicht, was jetzt mit dem los ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade durchdreht. Keine Ahnung. Das ist ein Moment. Sie hat ihn gefickt? Das ist jetzt das? Sie hat ihn mit einem Strap-on gefickt. Ja, willkommen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sind in Berlin, oder? Wo sind wir? Ja, ja, okay. Ja, wahrscheinlich. Was frage ich so blöd? Klar. Ja, was fragst du noch? Ja. Sie waren wahrscheinlich vorher im KitKat-Club hier von dieser anderen Serie, die wir gesehen haben. Ja. Genau. Mit Rüdiger. Da haben sie sich kennengelernt. Genau. Fuck Berlin, schaut euch das an. Da haben wir auch eine Reaction dazu gemacht. Der Name ist Programm, ja. Riesengroßer Scheiß. Was genau heißt riesengroßer Scheiß? Mickey, Vergewaltigung ist ein schwerer Vorwurf. Dass du eine Frau bist, ändert daran logischerweise nicht viel. Ja gut, ich muss nach Hause, wirklich, Ben. Und zwar so schnell wie möglich zu meinen Kindern. Oh Gott, das will. Um Gottes Willen, zwei. Grüß Gott, Herr Walter. Ah, hallo, der Ex von der Mickey. Na, die ist nicht da. Die ist, shoppen gegangen. Na, da kriegt sie nicht genug von den Boutiquen. Ja, die Kinder, na, die sind vor Stunden schlafen gegangen. Ja, vom Fernseher, die kleinen Lausbuben. Ja, genau. Da haben sie mich fast wundgeritten beim Ponyreiten und dann wollten sie noch einen Zuckerl. Und dann hab ich gesagt, erst esst einmal die Pommes auf und dann gibt's mal Haschsackel zurück. Und dann... Hallo? Die Kinder meiner Mandantin sind derzeit in der Obhut eines nicht sorgeberechtigten Babysitters. Die Dame bleibt heute Nacht hier und morgen... Wer war das, der jetzt angerufen wurde? Der Babysitter, glaube ich, von ihren Kindern da. Ach so, sorry, wahrscheinlich bin ich zu neu. Oder? Irgendwie so. Alles klar, okay, kann sein. Der natürlich nicht hetero ist oder irgendwas normal, sondern er ist... Ja, sondern so aussieht, wie er aussieht. Wir haben es alle gesehen, ja. Kinder meiner Mandantin sind derzeit in der Obhut eines nicht sorgeberechtigten Babysitters. Die Dame bleibt heute Nacht hier und morgen auch. Die Staatsanwaltschaft ist ab Montag 9 Uhr wieder telefonisch erreicht. Verstehe. Mhm. Wir müssen eine Abholung des Jugendamts veranlassen. Gut, auf Ihre Verantwortung würde ich das dann jetzt in die Wege leiten, Herr Kommissar Meininger. Ja, die übliche Kaution in solchen Fällen liegt bei 50.000 Euro. 25 auf die, 25 auf den. Na dann noch viel Spaß mit der jungen Dame. Die Nacht ist ja noch jung. Hey, ich würde. Okay, das war, fand ich sogar lustig. Ja. Und eine Frankfurt. Fandst du lustig? Also, ich glaube, fast dieser Gag sollte schon so ein Beispiel sein für bösen, frauenverachtenden Humor. Weißt du, dass ein Mann so einen Spruch bringt, der eine Frau ein bisschen zum Objekt macht, weißt du? Ja, ja. Und wegen, du hast jetzt hier für die bezahlt und... Richtig, genau. Deswegen war es ja auch lustig. Ah, okay. Gut. Hi, ich würde eine Pommesbrot weiß nehmen und eine Fanta. Vielen Dank. Eine Fanta, vielen Dank. Okay, du sagst noch nie eine Freundin. Hast du schon mal gebumst? Hey, ihr Süßen. Danke, dass ihr auf meinen Freund aufgepasst habt. Entschuldigung. Danke, mein Fanta. Wie weiß die Schwimmbäder noch waren damals? Du brauchst mich übrigens nicht zu beschützen. Weiß ich doch, ich war nur in der Nähe. Ah, die passen noch ganz gut zusammen, wo ist das Problem? Scheinbar schon, ja. Das ist mir eigentlich ein nettes Paar. Hätten uns lieber mal auf dem Eis getroffen nach den ganzen Jahren, oder? Ja, lange nichts von dir gehört. Seit wann bist du überhaupt geschieden? Seit 2 Jahren. Und du? Verliebt, verlobt, verheiratet? Weder noch. Aber ich habe die Kanzlei übernommen. Echt? Das ist ja toll.
Das wolltest du doch immer. Schöne Gegend hier. Nettes Haus. Eigentum? Wovon denn? Du hattest doch diesen Bestseller da vor ein paar Jahren. Warst du überall. Jede Talkshow, Zeitung. Was ging's da nochmal? Quatsch. Männer, Frauen, Liebe, Sex. Lame. Echt, findest du? Ich hab's gelesen, ich fand's eigentlich ganz gut. Also, fand einen Fehler. Na gut. Ich glaube, ich gehe mal rein zu den Kindern. Okay. Vielleicht morgen kannst du dir mal die Akte anschauen. Du wirst sie ein bisschen vorbereiten müssen. Mhm. Also, Staatsanwalt, Gericht und Anklage vielleicht oder so. Ja, danke. Also wir fassen kurz zusammen aus dem wenigen, was wir jetzt erfahren haben über die Figur. Sie ist auch schon so ein bisschen so eine typische Feministin mittleren Alters, würde ich meinen. Also kinderlos. Nee, sie hat doch Kinder. Sie ist doch Mutter. Entschuldigung, ich bin völlig raus. Irgendwie zweifache Mutter oder sowas, ja. Ach so, ich dachte, weil sie Autorin ist. Nee. Oh, pardon, ich dachte, weil sie Autorin ist. Also sie ist eigentlich bis jetzt noch gar keine Feministin. Vielleicht ist das dann ihr Ticket in die Freiheit in Zukunft. Ja. Weißt du, dass sie da so die Schiene fährt, so das Patriarchat, sonst hätte ich es ja nie gemacht. Okay. Und er ist halt, naja, der Karrierist bis jetzt, ne? Hat alles geopfert für eine scheiß Kanzlei, die er das wahrscheinlich, ja, nach seinem Minenspiel eigentlich hasst. Ja, irgendwie schon. So richtig glücklich wirkt er nicht. Ja. Mehr in die Knie. Bitte mehr in die Knie und dann drücken, durchstrecken und so. Und checken. Weißt du? So. Oh Gott, das will. Mann, die Wimpern habe ich mir mit den Grundenkleber. Und das habe ich für Tinys Gras gebastelt. Die Kinder werden Franz. Das ist ein frauenfeindlicher Tanzstil ist und wenn das jeder so machen würde, sich die patriarchischen Strukturen gerade für migrantische Frauen. Okay, sie ist Hauptprofeministin, wie es aussieht. Alter! Okay, sie ist schon Feministin. Also, wenn die Kinder das aufsagen müssen, alter Schwede, okay. Deswegen hält sie sich auch dieses, kastrierte Etwas, möchte man fast sagen, ne? Als Babysitter, ja, weil das ist so ein gefahrloser Mann, ihrer Meinung nach. Dass genau das Gegenteil wahrscheinlich ab und zu mit der Fall sein kann. Ja gut, darüber könnte man nochmal reden. Ja, diese Twerk-Eingangsszene, da habe ich eher die Vibes, die du da, naja, ja, gesehen also hast, bekommen. Ja, das ist schon ein bisschen gruselig. Also, das sind ja direkt die Cuties-Vibes. Also, Cuties ist so, glaube ich, ja, dieser Netflix-Streifen. Oder die Serie. Es war ein Film. So ein Netflix-Film, wo es um diese ganz jungen Mädels ging, die an so einem Tanzwettbewerb teilnehmen sollten. Das war auch so ein mega übersexualisiertes Ding. Ja. Es weckt ungute Erinnerungen, diese Szene. Unangenehmer Typ dahin. Papa ist da. Scheiße. Kinder, komm, ich geh mal auf die Doku schauen, ne? Was ist das für ein Vater, der das da zulässt, für die Rumgetwürge? Mein Kühlschrank sauber. Siehst du auch, oder? Der seit unserer Scheidung, glaube ich, nicht mehr geeinigt worden ist. Was ist denn das hier eigentlich gerade? Es ist ja diese zweite Pubertät, dieser Messi-Drecksloch. Ja, kannst du jetzt bitte gehen? Ja, selbstverständlich, ich geh gleich. Ja. Ich wollte nur mal eine Frage zu deiner Rolle. Also du bist die Arme, die sich aus unserer Ehehölle irgendwie befreit hat und jetzt die Fesseln abschreibt und sich erstmal ordentlich freifegt, oder? Lass es einfach mal, Micky, pass mal auf. Fakt ist, ich zahle das hier noch ganz genau ein Jahr, ja? Und, schöne Grüße von unserem Mediatoren. Wenn du dich da blicken lassen willst, dann wirst du auch wissen, dass ich mittlerweile alle Kriterien erfülle, das alleinige Sorgerecht zu bekommen. Ach, und die Mediatorin hat ja auch gesagt, dass du mitten in der Nacht herkommen und meinen Kühlschrank putzen sollst wie so ein Creep. Das ist Hausfriedensbruch. Ja, die Polizei hat mich angerufen. Micky. Blöd. Stichwort Sorgerecht. Das traust du dich nicht. Aha, sehen. Manuel! Also, ja, der Mann wurde hier in der Szene schon so wie der absolute Bösewicht dargestellt, ne? Also ich muss jetzt mal... das Sorgerecht nehmen. Er ist der Creep, also auch die Wortwahl. Auch da wieder, ja. Es hat er ist der Creep, weil er sauber macht, fand ich lustig. Ja. Weil, die Mutter ist weg, die Polizei ruft an, ich kümmere mich um meine Kinder. Ah, was für ein Schwachmat. Ja, also vor allem, was soll der Mann denken, wenn er nach Hause kommt, also dort, wo seine Kinder wohnen, und dann hat dann die hast so du diesen Babysitter. Diesen Babysitter, der mit seinen Kindern da rumtwirkt. Ja.
den Vergewaltiger-Schnauzer hat. Ja, aber hallo, also der denkt, der ist im Irrenhaus gelandet, das ist ja logisch. Ja, und dann kommt der Anruf, dass sie irgendwie in Polizeigewahrsam wäre, wegen sonst was für Verbrechen, die mit Strap-on-Dildos zu tun haben. Ja, was auch das werden die vielleicht nicht so ausgebreitet haben, aber ja. Es ist schon alles sehr wild, ja. Ich will vielleicht nochmal so eine generelle Lanze brechen. Also, es kann immer sein, dass man sich irgendwann auseinanderlebt. Aber um Gottes Willen, wenn ihr Kinder habt, bewahrt die Würde und macht nicht so einen Rosenkrieg vor den Kindern. Weißt du? Ja, fand ich auch jetzt. Also, seid erwachsen, meine Güte. Ja, das fand ich jetzt das Ding, das meinte ich mit, der ist halt übelst mies dargestellt. Also, er ist halt so hart auf Konfrontation gegangen. Also, das ist schon charakterlich mies, klar. Ist halt, aber passt jetzt wieder ins Konzept der Serie, finde ich, dass das halt gerade der Mann macht, weißt du? Stimmt, ja. Gut, man weiß aber halt auch nicht, was jetzt davor für seelische Verletzungsschienen da gelaufen sind, ne? Ja. Es war aber halt klar, vor allem, von dem, was wir wissen, ist er gerade extrem negativ gefilmt worden. Ja, und vor allem auch der Ton war halt so herablassend. Stimmt. Und das ist ja dieser Ton, der hier in dieser Serie erwartet wird von Männern aus, weißt du, diese herablassende Haltung gegenüber Frauen. Wir werden noch viel Spaß haben. Nee. Ja, ich passe jetzt auch besser auf. Aber warte mal, warum hat sie das Portemonnaie jetzt in den Ofen getan? Das habe ich nicht verstanden. Was? Sie hat das in den Ofen getan? Oder in die Mikrowelle? Oder nee, was? Wir schauen uns das nochmal kurz an. Hm. Moment, sie nimmt sich das Portemonnaie? Ja. Ach, sie nimmt die Kohle raus. Ah, okay, jetzt. Dein Portemonnaie. Aha, okay, nice. Minimal Assi eigentlich, ne? Aber, ja. Naja, jetzt versteht man vielleicht langsam, warum er so ein bisschen sauer auf sie ist. Also. Da muss ich sagen, ist ja immer gut, dass sie jetzt auch nicht hier als der reine Engel dargestellt wird. Sie macht das doch noch für die Kinder. Ja. Ich meine, der Babysitter will auch was haben. Ich meine, jede Zwerg-Einlage da kostet extra. Der Umschnall-Dildo befriedigt ihn schon lange nicht mehr. Alter, bist du deppert. Und ihr seid euch sicher, dass ihr in einem Bett schlafen wollt, ja? Keine Änderungen in der Nacht, klar? Kristallklar. Okay, und wenn Max dich im Schlaf wieder wirkt? Dann bleib ich cool. Ich bin mal gespannt. Ey, Mama, du hast es vergessen. Was? Monster Spray? Gute Nacht. Mama? Ja? Morgen ist Tanzen für Max. Dann gehen wir dahin. Ich dachte, wir sind rausgeflogen. Dann fliegen wir halt wieder rein. Mama? Was haben wir? Weiß ich nicht. Wo? Gut, das finde ich süß, dass die scheiß Kinder jetzt halt irgendwie so ein. Naja, früher hätte man Gameboy dann rausgezerrt, so, weißt du? Ja, ja. Also sich die Augen kaputt machen. Ich muss gerade lachen bei dem Begriff, die scheiß Kinder. Ja. Ja, aber ist auch ganz niedlich, dass die auch zusammenschlafen wollen. Also. Ja. Sind das Zwillinge eigentlich vielleicht? Nee, oder? Der eine wird größer. Ich glaube, der Junge ist ein bisschen älter oder so wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Beine rasieren nachts um 3:30. Na, gute Nacht, ihr neuen Feministinnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser erster Gast heute Abend, Lilo Wanda! Ich glaube, du liegst in meiner Badewanne. Tja. Du hast dir doch erst vor 8 Stunden die Beine rasiert, bevor du da in diese hässliche Geschichte mit dem Kerl geraten bist. Ja, ich kann nicht so oft rasieren, wie ich will. Nicht übel, die Akte, meine Liebe, nicht übel. Ich habe ja gedacht, ich habe zwischen Beauvoir und wahre Liebe alles gesehen und gehört, aber Hochachtung. Ja, klar, ich hatte Sex mit dem, aber eher, weil er es unbedingt wollte. Und ich wollte sehen, wie weit er geht. Der war so ein Angeber. Er meinte, ja, ich will es wissen. Und jetzt am Ende dreht er es um und tut so, als hätte ich ihn dazu gezwungen. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht schämt er sich, weil es ihm so gefallen hat. Ja, vielleicht. Mein Ex will mir jetzt die Kinder wegnehmen. Das finde ich viel schlimmer. Meine Kinder mussten einiges aushalten, als ich damals die Sextante der Nation geworden bin.
Frau Walter hatte nicht mein Einverständnis, mich zu penetrieren. Sie hat meine Trunkenheit ausgenutzt, mich mit Drogen gefügig gemacht und mich vergewaltigt. Also Schatz, wenn das öffentlich wird, das wird nicht lustig. Okay, können wir das lassen? Ich würde auch viel lieber über den Strap-on reden. Gut gemacht. Ich finde, jeder Mann sollte mal penetriert werden, möglichst einen analen Orgasmus erleben und dann seine Sicht auf die Welt ändern. Ja. Ich muss hier mal kurz pausieren. Kennst du eigentlich Lilo Wanders? Moment. Ich drücke auch die ganze Pause, vielleicht deswegen das Problem. Ah, ja, ja, genau. Kennst du die überhaupt, Lilo Wanders? Ich habe tatsächlich jetzt mal zwei Sendungen gehört. Ich kenne die Sendung Wahre Liebe noch ganz dunkel. Okay, ich kenne die überhaupt nicht, deswegen, ich habe erstmal gegoogelt. Das ist so ein Travestiekünstler, ein deutscher Schauspieler, ein Travestiekünstler. Aha, ist mir gar nicht bekannt, okay. Das lief in meiner Jugend so die letzten Folgen, glaube ich, so, ja, irgendwann nachts dann mal, aber das war jetzt auch nichts Tolles. Ja, und wofür ist der bekannt? Also was vertritt der? Ist das so ein Feministentyp? Ja, so freie Liebe mäßig hätte ich den eingeordnet. So. Man muss mal alles probieren. Also wie er schon gerade gesagt hat, hier immer, jeder Mann muss einfach mal umschnell-dildo-mäßig durchgenommen werden. Er ist übrigens verheiratet und hat 3 Kinder, das man nur mal so am Rand. Und wohnt auf einem Bauernhof. Ja, Mensch, als wäre das vielleicht gar nicht so toll gewesen da, ne? Tja, das ist so, das Muster, was sich irgendwie so durchzieht durch diese Leute. Irgendwann so, ja, ich ziehe mal aus Berlin raus. Ich nehme an, dass er so die so eine Art Engelchen und Teufelchen sein wird. Für auf der Schulter, ja, ja. Ja, genau, ja. Dass er immer mal so auftaucht als imaginärer Freund und die Szenen kommentiert. Das könnte vielleicht tatsächlich noch lustig werden. Das finde ich von der Idee her ganz nett. Das gibt's gar nicht in so vielen Serien und gibt schon ein paar Serien, die das ganz gut machen. Die Frage ist, ob es den Counterpart gibt dazu. Das wäre die Frage. Also vielleicht so eine Art Abziehbild eines Mannes noch, gegen den man ankämpft. Aber das sind wahrscheinlich so, alle so ein Hengst im Smoking oder so. Ja, vielleicht. Du, Miki, warum ist der Typ? Manuel. Ja, genau, der Manuel. Warum ist der eigentlich immer so unentspannt? Keine Ahnung, der war nicht immer so. Als ich den kennengelernt habe, war der eigentlich ganz lustig. Ein bisschen nerdy, aber cool. Vielleicht hatte der eine scheiß Kindheit. Vielleicht war er auch mal ein Ministrant. Du bist so kaputt. Hör doch mal auf mit deinem Pseudo-Wiener Dialekt. Na sicher nicht. Heini, mal was anderes. Oh Gott, der ist ihr Fuckboy, oder? Das ist das Ding. Er ist nicht der Babysitter, er ist der scheiß Fuckboy. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, um Gottes Willen. Nee, aber guck mal, die sind jetzt schon fast intim. Nee, der ist nur der schwule Freund. Also ich sehe da überhaupt nichts Sexuelles hier. Also in ihrem Gesicht zumindest, meine ich. Ja, naja, gut, die hat gerade andere Probleme, aber... Wir schauen mal weiter, Wiener ich wette nicht. Ich war heute in Untersuchungshaft. Mega scharf. Naja, geht so. Vergewaltigungsvorwurf. Ja, es kann übel ausgehen. Aber sorry, also normal ist das nicht, die Konstellation. Erzähl mir doch nichts hier. Nee, auf keinen Fall, aber trotzdem sage ich, ist das nur der schwule Freund. Da wird nichts Sexuelles laufen zwischen den beiden zumindest. Da gehe ich. Die schmusen jetzt hier schon rum? Ja. Sorry, es ist vielleicht so eine Ethno, wo ich einfach mich nicht reinfühlen kann. Vielleicht, aber ich meine, Frauen tun doch auch mit anderen weiblichen Freunden kuscheln und schwule Männer, naja, die sind nun mal auch Männer. Ja, ich meine jetzt einfach, da wird jetzt nichts Sexuelles laufen, die können vielleicht dann halt mit ihren weiblichen Freunden auch so ein bisschen rumschmusen. Ich sehe da jetzt nichts so Wildes. Okay, okay. Und jetzt noch die Sache mit Manuel. Ich meine, auf sowas wartet der doch nicht. Na Blödsinn, Miki. Mach dir doch nicht immer so ein Hemd. Das ist doch logisch, wie es läuft. Naja, wie denn? Na, du wirst angezeigt. Das ganze Land hat vor Gericht. Es gibt eine krasse Verhandlung, wo es lange richtig schlecht ausschaut für dich, wie im Film halt. Und dann komm ich. In der letzten Sekunde. Und box dich da irgendwie aus. Easy. Aber dann brauche ich mir überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Nein. Und wenn du trotzdem in den Knast musst, dann komm ich dir einmal in der Woche besuchen. Mit Blumen und so. Und dann leg ich dich in so einem dirty Gefängniswohnwagen und heite dich ein bisschen auf. Okay. Irgendwie auf andere Gedanken. Okay. Wie dich jetzt auf andere Gedanken bringen könnte. Ja?
Aber das ist dann einvernehmlich, oder? Nee. Ach du Scheiße, Arti. Erzähl mir okay. doch nichts. Ach du Scheiße, Arti. Du hast vielleicht doch sogar recht. Ja. Was ist denn das aber für eine Konstellation? Hä? Also, das Ding ist, warum ich den halt jetzt nur als den schwulen Freund so wahrgenommen habe. Ja. Weil er halt schwul bis zum Anschlag wirkt. Also, wie kann die denn auf den stehen? Also, er ist vielleicht B einfach, oder? Ja, also ganz ehrlich, wahrscheinlich passt der Frau sogar irgendwie ins Konzept, weißt du, dass die ist halt so hart auf diesem Männerhass-Trip, dass sie sich dann halt einen Mann sucht, also dass sie an sich Männer schon noch sexuell attraktiv findet, aber sich dann halt einen Mann sucht, an dem irgendwie alles Männliche fehlt, weißt du? Genau, ich wollte gerade sagen, er sieht sie halt nicht, sie sieht ihn nicht als Mann, sondern halt als, naja, Kostgänger. Als Frauenpenis. Also, ja, genau, Frau, als weiblich gelesenen Penis, genau. Das ist es wahrscheinlich letztlich, so könnte man das sagen, ja. Es ist irgendwie so eine Art lesbische Beziehung mit Penis. Oh Gott, ey. Na gut, liebe Leute, mal schauen, wie die Intimitätsszene hier weitergeht mit den beiden. Ich will es gar nicht in der nächsten Folge. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.